So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Four Swords Adventures. Ja, im letzten Part haben wir den Wüstentempel gemacht, der irgendwie gar nicht mal so anspruchsvoll war, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Und wir gehen jetzt in die sagenumwogene Pyramide. Wo ja angeblich nicht der Schattenkristall, sondern wo Ganondorf hingegangen ist. Weshalb nochmal? Die Pyramide. Achso, wegen einer Waffe. Stimmt, da war was. Wegen einer sagenumwobenen Waffe ist er ja hierher gekommen. Na gut, die Pyramide. Wir wurden im ersten Level der Wüste der Irrungen schon davor gewarnt, hier reinzugehen, dass hier sehr gefährliche Fallen auf uns warten werden. Das sah mir nicht aus wie eine Falle. Nice. Na komm, das eine Herz nehmen wir auch noch mit. Na komm. Mumien! Die haben wir in der Wüste tatsächlich schon kennengelernt und wir wissen, die halten verdammt viel aus. Und das könnte eventuell ärgerlich werden, wobei es gibt eine Waffe, die die Mumien sofort zu leichteren Gegnern macht, wollte ich gerade sagen. Mal gucken, ob wir das hier tatsächlich bekommen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Was haben wir denn hier? Zwei Schalter. Eines davon wird dich töten, das andere wird dich weiterführen? Keine Ahnung. Das war falsch. Oh, okay, ich habe die Schlangengrube gefüllt, ich sehe schon. Das hat den Eingang aufgemacht. Hi. Oh Gott. Schlangen! Ja, nehmen wir einfach mal so hin. Ich war mir nicht sicher, was wir ansonsten hätten tun können. Ja, ja. Pure Energie. Das Tor geht auf, es geht weiter. Ah ne, der schon wieder. Oh, okay. Ungünstig gefallen. Blöde Fledermaus, blöde Fledermaus, okay. Ein Schalter. Damit wir hier rüberkommen. Sehr schön. Oh, Fledermaus. Und noch ein Schalter, okay. Aber... Oh nein, ich falle schon wieder. Die wollte ich haben. Du, 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 du. Dann können wir ganz einfach hier hoch und weiter geht's. Jetzt bitte nicht nochmal reinfallen. Tue ich nicht. Nee. Schlüssel. Dann gehen wir direkt mal durch. Ach du weh. Nova. Natürlich Nova-Bombe. Schnell den Schalter finden, damit wir rein können. Na, das sollten wir wirklich. Wie gesagt, das Problem bei der Nova-Bombe ist ja wirklich One-Hit-Kill, ne? Also wenn die explodiert und wir sind auf der Oberfläche, sind wir sofort tot. Da gibt es auch kein Aushandeln mehr, da ist man das Ende. 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Schnell durch. Schalter finden und durchgehen. Wo sind wir denn jetzt? Das sieht interessant aus. Ich habe mal einen Schalter, um was zu öffnen. Bumm. Ah, da kommen wir hier unten raus. Ah, sehr, sehr schön. Das hat uns aber nichts gebracht. Ärgerlich. Okay. Hier kommen wir wahrscheinlich da oben raus. 4, 3, 2, 1. Boom! Schnellen Schalter finden. Und weiter geht's. Du, 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 du. Bisschen die Skelette noch töten, ne? Weil, wat mut dat mut? Die Skelette töten, das klingt so falsch. Mann, es ist falsch. Skelette sind schon tot. So, können wir auch direkt durchgehen. Da kommen wir zur Ruhe. Ah, ein Herzcontainer. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Den 20er nehme ich noch mit. So, wo kommen wir hier raus? Wahrscheinlich da oben bei der Truhe, richtig? Abwarten. Jetzt. Ja, komm mal. 150 Forstkristalle. Und es geht weiter. Okay, hier ist nix.
Das war irgendwie unklug von mir. So. War nicht die beste Idee, die ich hatte. So, was soll ich jetzt? Ich verstehe. Rollen! Damit man nicht über den Abgrund kommt. Fledermaus. So, bevor die uns nervtöten kann. Ah ja. Schön, haben wir eine Brücke gebaut. Bums. Und da kommen wir hier oben raus. Oh Gott. Das wird jetzt interessant. Okay. Gehen wir einfach mal weiter, wollte ich gerade sagen. Die kamen etwas überraschend. Aber egal, wir haben sie beide besiegt. So, dann haben wir wieder eine Mumie. So. Die ist weg. Dann nochmal. Was ist das? Ein Knopf. Ah, verdammt. Ich wurde getroffen. Da kriegen wir dann also die Schleuder her. Ja. Wofür brauchen wir die Schleuder? Ich glaube, Pfeil und Bogen könnten wir hier gebrauchen, ne? Oder die Lampe. Lampe. Mhm. Okay, hier müssen wir auch stehen. Ich glaube, das werden wieder mehrere Räume. Oh, da ist eine große Truhe. Mehrere Räume des Rätsels. Okay. Diese verdammten Mumien. Okay. Das bringt uns wohin? Wie kann dieser Raum so gigantisch sein, wenn das nur so eine kleine Hütte ist? Das hat das aufgemacht, okay. Das ist die Frage. Ich glaube, mit dem zweiten haben wir hier. Ja. Okay. Rätsel verstanden. Da ist draußen, glaube ich, gerade ein Schlüssel runtergefallen. Jo. Ich wollte doch sagen, den habe ich doch gesehen. Auch wenn es nur ganz kurz im Blickfeld war. Okay, da bräuchten wir eine Bombe. Au. Au. Wie viele Schläge die Dinger brauchen, das ist echt krass. Okay, also Bomben brauchen wir auch. Irgendwo haben wir was, was wir aufschließen müssen. Hier brauchen wir noch mehr Bomben. Hier brauchen wir eine Mondperle, ah ja. Ist hier was zum Aufschließen? Okay. Gut, dass das aus der Entfernung auch noch funktioniert. Ich wollte gerade sagen, das sieht mir aus wie ein Raum mit einer Riesenfalle. Aua. Mein Po. Was machst du denn hier? Entsetzter Seufzer. Nee, ernsthaft, was macht ihr da? Hallo? Oh, das ist so frustrierend. Der Boden ist voller Löcher, ich kann keinen Schritt tun. Könnte ich doch nur fliegen wie Pegasus. Oder hätte ich doch wenigstens die Stiefel, die das können. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was hier zu tun ist. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir jetzt oben lang... Das Problem bleibt bestehen. Okay, gut zu wissen. Also können wir hier vorerst nichts machen. Beide Anhöhen sind nämlich eine Falle. Ah, guck mal, hier brauchen wir den Schlüssel. Ich sehe nichts. Ich sehe wirklich nichts. Also ein bisschen sehe ich was. Wieso sind da Löwen? Mumien! Okay. Und Mondperle, okay. Ah, ich verstehe. Seht ihr? Die Skelette gehen runter in die Schattenwelt. Na, komm. Und ich bin natürlich genau in die Mumie reingesprungen. Das war klug. Sehr, sehr klug. Forcefähnen steigen im Schwert der Vier. Da stand er. Bestimmt. Okay. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur die Mondperle finden.
wollte ich gerade sagen. Folgen die uns? Dann können wir nämlich hier oben in die Schattenwelt und die Skelette besiegen. Au. Oder von den Skeletten besiegt werden. Wieso die übrigens in der Schattenwelt nicht springen, ich habe absolut keine Ahnung, weil ich meine, das können sie auf der... Oh, schnell die Lampe nehmen und dann ganz schnell die Forstkristalle oben absacken. Oh, das sind nicht gerade wenig. Schnell! Ja, den Großteil habe ich mitgekriegt. So, ich wollte aber mal ganz kurz unten gucken, was hier noch zu tun ist. Also nicht zu tun, sondern was es hier noch zu erkunden gibt. Ein paar Forstkristalle. Naja, jeder Forstkristall ist sein Geld wert, ne? Im wahrsten Sinne. Oh, eine Forstfee. Das ist wiederum ist sehr gut. Das ist sehr gut. Damit haben wir den einen Tod schon wieder ausgeglichen. So. Gut, jetzt haben wir die Lampe. Mit der Lampe. Achso, nee, ich wollte ja zeigen. Okay, mit dem funktioniert es nicht. Normalerweise. Nice. Was ich sagen wollte, normalerweise mit dem Feuerstab kann man nämlich die abfackeln, die Mumien. So, hier hätte man eine Pegasus-Stiefel, aber damit würde ich ja nicht über die großen Löcher kommen. Nee, gehen wir erstmal noch nicht. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt nämlich mit der Lampe hier reingehen, hier hatten wir ja die Schleuder her. Ich wollte gerade sagen, hier war nämlich sowas. Dann ist hier bestimmt eine Fee. Genau. Genau das hatte ich nämlich erwartet, weil jetzt können wir nämlich mit den Pegasus-Stiefeln zur Fee gehen, die Pegasus-Stiefel auf Stufe 2 hochleveln und damit können wir dann nämlich über große Abgründe laufen. Aber das funktioniert nur mit Level 2. Ja, und deswegen muss sie hier irgendwo eine Fee sein. Schön, dass sie hier ist. Ladida! Lass mich dir helfen auf deiner beschwerlichen Reise. Platsch. Ich schmeiß da einfach meine Stiefel rein. Jetzt riecht das Wasser nach Käse. So, hat man hier ansonsten noch irgendwas zu tun? Hier ist auf... Achso, falls man da runterfällt. Ja, das ergibt Sinn. Was? Ich habe unten die Mumie gerade gestunt, kann das sein? Wieso kommen da 50er aus der Wand? Merkwürdig. So. Hi. 20er. Mhm. Eine Mondperle. Die brauchen wir. Okay. Ziehen wir hier mal an dem Schalter. Damit können wir wahrscheinlich einen Weg zurück frei machen. Weil drücke ich A, legt er die ab. Und das passiert übrigens auch, wenn ich einen von den anderen steuere. Das heißt, es bringt nichts. So, wollen wir mal gucken, was bringt uns hier das Mondportal? Rätsel. Mhm. Das muss ich von der anderen Seite machen. Funktioniert das so einfach? Ja, theoretisch. Und das Ganze für den 20er. Aber egal, dadurch haben wir 2001 Forstkristall und besitzen die Kraft, das Böse zu bannen. Ja. So, den schieben wir jetzt hoch. Den schieben wir dann halt nicht hoch, dann schieben wir den hoch. Immer anders, als man erwartet. So. Haben ein Loch gemacht. Noch eins. Dudum. Der Vollständigkeit halber. Achso, anhalten sollte man natürlich nicht. Da sollte man anhalten. Egal. 150 Forstkristalle. So.
Nehmen wir hier die Truhe noch mit. Ah, da unten müssen wir hin. Okay. Dann dürfte ich das doch eigentlich auch so hinkriegen, oder? Perfekt. Du-du-du-du-du-du-du-dim. Tada. Da sind wir. Oh, nö. Ich fühle mich verwirrt. So. Was mit denen weg? Jetzt ist die Frage, wo bekommen wir einen Schlüssel her? Erstmal auch den weg. Da ist doch garantiert irgendwo eine Falle. Ja, nicht nur irgendwo. Direkt die erste Truhe. Zweite. Da haben wir die Bomben, okay. Die Frage ist, überleben wir das? Ah, großen Schlüssel erhalten. Mit ihm lassen sich große Schatztruhen öffnen. Ja, aber erst, wenn ich hier in Sicherheit bin. Das war easy. Tausender! 1000 Forstkristalle erhalten. Ein schönes Leben. So, noch ein Kraftarmband oder ein Kraftarmband? Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt die Pegasus-Stiefel, aber wir haben ja auch die Bomben bekommen. Ja gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht Spiel. Ich wollte eigentlich die Bomben auf Level 2 bringen. Weil Bumm. Ich mag Bumm. Das wäre ein großes Bumm gewesen. Aber naja. Vielleicht kommen wir doch noch irgendwie hin. Bums. Tada. Jetzt kommen wir oben raus. Jawohl. Dann werde ich definitiv nochmal schnell zur Fee gehen und die Bomben Level 2 holen. Die haben wir nämlich, glaube ich, bislang nur gesehen in dieser Game Boy Advance Ansicht, oder? In dem Let's Play? Ich bin mir nicht sicher. Die sind enorm. Die sind deutlich größer. In der Game Boy Advance Ansicht sind die ja ein bisschen größer als die Originalbomben, aber hier Bautz. Was haben wir denn hier? Großes Kino. Okay, das funktioniert. Das funktioniert. Bumm. Ja gut. Ich hätte auch einfach den Laserstrahl drauf schießen können. Ich hatte nicht mehr daran gedacht, dass wir den auch noch haben. Das ist aber peinlich. So, jetzt pass mal auf. 4 Megabomben. Bums. Oh Gott. Schlange. Gefährliche Schlangen. Also ich weiß nicht, ob die gefährlich sind, aber sie rasen auf uns zu, als wären sie gefährlich. Dementsprechend gehe ich davon aus, sind sie gefährlich. Was zur Hölle sollen wir hier machen? Das ist ein Holz. Och nö. Ernsthaft? Das war ein kurzes Vergnügen mit den Bomben. Okay. Das fährt die wieder ein. Das fährt die aus. Bin runtergefallen. Das fährt die aus. Puh, ich habe so ein ungutes Gefühl, dass ich weiß, was hier zu tun ist. Versuchen wir es. Ach so. Na dann. Ist ja easy. Aber. Ach, da ist gar kein Weg. Da unten ist noch was. Wahrscheinlich für den Fall der Fälle, dass wir runterfallen, ne? Mhm. Ein Weg wieder hoch. Okay. Und hier können wir von der Seite aus das Rätsel lösen. Ah ja. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Muss mal. Ah, okay. Ja. Nein. Den wieder aktivieren. Jetzt ist die Frage, welchen wir aktivieren müssen. Den nicht. Ja, damit haben wir's. Sehr schön. Ladida. Sagt off la di da, kann das sein? La di da. Ja, kann ich.
So, was haben wir hier? Hallo, Moldorms. Noch mehr? Hier kommen wir nicht durch. Oh Gott. So zu schnetzeln wollte ich dir eigentlich nicht. Okay. Forstfee. Forstfee mal 38. Da können wir oft genug sterben. Also nicht, dass ich es vorhätte, aber das nimmt einem so ein bisschen die Angst. Oh oh. Oh oh. Boss Time. Oh weh, ich sehe. Der wechselt die Farben durch. Okay, wen kriegen wir jetzt? Lila. Okay. Hey! Wen jetzt? Grün. Okay, dann locke ich ihn erstmal von grün ein bisschen weg. Weil der geht auf den. Der geht auf uns los. Ist ja frech. So. Wen jetzt? Rot. Okay. Bäh. Bäh. Möge er sich verziehen. Bitte. Hab dich. Oh, natürlich, jetzt sind zwei. Ich habe ja nicht schon große Probleme mit einem, ne? Grün. So. Rot. Nein, da bin ich runtergefallen. Ich Idiot. Nennt sich Rot. Lol. Was ein Reim. Okay, den Roten. Rot und Blau. Aua. Aua. Okay. Dann halt nicht. Können wir gerne so hinnehmen. Versuchen wir Blau mal zwischenzeitlich. Treffer! Okay, dann braucht Rot eigentlich nur noch einen Treffer, oder? Nee. Zwei Treffer, weil... Ist größer. Ist noch... Der andere wurde schon zweimal getroffen. Grün! So, fünfmal daneben, aber... Was lange währt, wird endlich gut. Nee? Ente? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gehe er weg von mir. Blau. Ah, ich muss ihn irgendwie erstmal hierher locken. Oh, wie viele denn noch? Muss ja echt ein bisschen aufpassen, ne? So, jetzt habe ich auch wieder einen richtigen. Bleibe er fern. Ja, noch 20 Mal. Dann haben wir's. Lila! So, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das vorbei. Ach ja. Moldorme fand ich nie so richtig. Achso, ja, wir kommen ja hier gar nicht mehr runter. Ah, hoch, meine ich. Ist ja leicht abgesenkt, ne? Mhm. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was erwartet uns hinter der nächsten Tür. Die geheimnisvolle Waffe. Oder auch nicht. Hä? Die Inschrift auf diesem großen Stein. Es ist eine alte Sprache, mal sehen, ob ich sie entziffern kann. Strebst du nach der Welt, strebst du nach Macht? Verachtet dein Geist Frieden, dürstet ihn nach Größerem, hungert er nach Zerstörung und Unterwerfung. Wir verleihen Macht zu Knechten, die Welt, die Macht der Schatten. Böser Geist des magischen Dreizacks, du wirst sein der Finsternis König. Du wirst sein der König der Finsternis. Böser Geist? Der Magie? Dreizack? Diese Einkerbung hat die Form einer Waffe. Glaubst du, derjenige, der den Dreizack stahl, war Ganondorf? Also ist nicht Fati der König der Finsternis? Heißt das, dass dieser ruchlose Mann hält sich in diesem Moment in Hyrule auf? Und schmiedet gerade seine finsteren Pläne? Link, die Lage ist schlimmer als ich dachte. Wir müssen uns beeilen. Ehrlich gesagt,
glaube ich, seine finsteren Pläne werden nicht gerade geschmiedet, sondern die laufen schon. Eine Maid! Ja, mit der Schleuder wird das super funktionieren. Aber die Pyramide ging jetzt doch auch wieder schneller als erwartet. Oder kommt mir das nur so vor? Ich habe keine Ahnung. Die pinke Maid! Die ist pink. Oder violett, je nachdem, wie man sehen will. Link, du kommst zu meiner Rettung? Du kamst nur wegen mir in die Pyramide der Schrecken? Ja, auf keinen Fall, weil ich gucken wollte, was mit dem Dreizack los ist. Oh, danke, Link. Prinzessin Zelda? Ist das wahr? Dann ist sie also immer noch in den Fängen dieser Widerlinge? Zeigt euch bitte meine Schwestern. Oh weh. Tick, tick, tock. Ist das grell? Gemeinsam werden wir Prinzessin Zelda finden. Lasst unsere 6 Herzen eins sein und nun rufen wir sie. Zelda! Link, bist du das? Und die Maiden? Ihr seid in Sicherheit, welch ein Glück. Link, ich bin im Turm der Winde. Dies ist nicht mehr der idyllische Weg zum Himmelsgefilde. Fatis Untergebene verwandelten es in eine Burg aus Eis. Beeil dich, Link, Fatis Macht wird von Minute zu Minute stärker. Ohohoho, böses Gelächter im Hintergrund. Ah, Prinzessin Zelda. Der Turm der Winde. Sie ist gefangen im Turm der Winde, doch existiert nicht mehr in Hyrule. Verflucht seist du, Vati, die Prinzessin ist in höchster Gefahr. Link, schnell, bring das letzte Königsjuwel zurück zum Turm. Ihr Heroen seid durch ganz Hyrule gereist und fandet 3 der Juwelen. Es bleibt nur noch eins unerforscht. Eiszeit in Hyrule. Dort lässt die Finsternis den Frühling nicht ein. Das letzte Königsjuwel muss dort zu finden sein. Nimm keine Rücksicht auf uns. Prinzessin Zelda muss gerettet werden. Beeil dich, Link. Nee. Auf Wiedersehen. Na, das würde ich eher als pink sehen. Force Fee mal 40. 2 weitere einmal gekriegt, okay? Nice. Jo, damit ist auch die Pyramide abgeschlossen. Auch die Wüste. Jetzt fehlt tatsächlich eigentlich nur noch 2 Gebiete, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist interessant. Hui. Eiszeit in Hyrule. Ja, ja. Eiszeit in Hyrule mit dem Level Eiszeit in Hyrule. Wollen wir speichern? Ja, natürlich. Speichern beendet. Spiel fortsetzen? Na klar. So, Level 7 Eiszeit in Hyrule. Da bin ich mal gespannt. Ein Eispalast ist da noch auf uns und da hinten sieht man schon den Turm der Winde. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe natürlich, euch hat der Part gefallen. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Finale. Und wenn ihr schon gespannt seid, was hier in der Kälte auf uns wartet, dann guckt in den nächsten Part. Und ich sag tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi. Bye.